in dieser herrlich langen Nacht. Wir bieten heute Musik, Gefühl und Schau. Für das Fest, in dieser Glanz, in dieser wunderschönen. In dieser Nacht, in dieser Nacht. Das Jahr geht zu Ende noch in dieser Nacht. Es hat so viel an Schönem uns gebracht. Vier Tage der Freude und Träume entfacht. Erhebt mit uns das Glas auf diese Nacht. Wir gehen in das neue Jahr hinein. Die Träume sollen Wegbegleiter sein. Ein Hoch auf das Jahr, auf das, was war, auf das, was beginnt. Lass die Liebe leben. Bei Ihnen zu Hause aus. Wir haben für die nächsten 3 Stunden jedenfalls alles vorbereitet. Und Sie können sich es ja aussuchen. Entweder Sie setzen sich hin und schauen zu, oder Sie räumen Tische und Stühle einfach beiseite und machen mit. He always had some money.
Mein Gott. Es ist doch eine Schande mit dem neuen Regisseur. Sie sagen es, Herr Kollege. Früher durften wir uns noch vor dem Vorhang verbeugen. Sorry.
Meine Herren, Sie sind von mir als Experten eingeladen. Unser Thema heißt Erotik. Wer will dazu etwas sagen? Liebe, Erotik und Sex, schon die Griechen im alten Griechenland waren. Den Schnee von gestern können Sie sich ersparen. Ich verweise auf Fotografien im Magazin. Verzeihung, aber Männer, meine ich, lieben doch mehr die Natur. Da erzählte mir ein Kollege, dass bei ihm vis-à-vis... Keine Details, ich bitte Sie. Gut, keine Details. Aber mancher liebt sogar am häuslichen Herd, FKK. Es ist nicht schwer... Ich danke sehr. Schauen Sie sich dieses Beispiel an. Weiter. Der Tanz auf dem Tisch stimmt die Männerwelt heiter. Wer wünscht von Ihnen als Nächster das Wort? Also ich, denn mir ist gar nicht klar, war das Ballett oder Sport? Bleiben Sie sachlich beim Diskutieren. Man könnte zum Tischtanz auch Boccaccio zitieren, denn der schrieb ja schließlich Weltliteratur. Boccaccio, das ist doch der mit der Frohnatur. Ja, da gab es auch Flora, die römische Göttin der Blüte. Ach, schon wieder die uralten Hüte. Ein Kollege sah eine solche beim Saunabesuch. Naja, in der Sauna gibt's Floras genug. Und nicht nur da, sondern sogar auf dem Balkon. Na nö, das klingt ja wie aus dem Dekameron. Äußerst interessante Diskussion. Ja, ja, man lernt allerlei. Schluss jetzt, die Redezeit ist vorbei. Wir wünschen weiterhin gute Unterhaltung. Gloria, Gloria, Gloria,
sauber. Ich liebe Gott und die Zeit wartet nicht auf mich. Ich liebe jede Stunde. Ich liebe Gott. Mir gefällt jeder Augenblick. Ich liebe seinen Zauber. Stimmt, Dagmar Friedrichs, was halten Sie vom Tango? Den wollten wir heute Abend auch bringen, aber Dagmar hatte da eine viel bessere Idee. Was halten Sie vom Fernsehen? Ich möchte liebend gern sehen. Mal das Programm total verrückt und auch so richtig schön verdreht, wie es eben in der Silvesternacht nur geht. Ich find das schau und prima, wenn neben Holt und Sima der Hans-Joachim Wolfram in der Rumpelkammer mal agiert und die Sandrock nebenbei verführt. Wer ist da dem Täter auf der Spur? Der Jürgen Martin mit dem Geigenkasten. Er muss durch den Polizeiruf hasten. In Sherlock Holmes Jackett, Schlagerstudio mit Elan und Schwung. Der Herbert Köfer kündigt alle Hits an. Er sitzt am Piano und er singt dann auch noch mit mir vom Blatt. Was halten Sie? Wir möchten liebend gern sehen. Mal das Programm total verrückt und auch so richtig schön verdreht, wie es eben in der Silvesternacht nur geht. Und zwischen Petersilie, da steht wie eine Lilie, als Gärtnermeister Willi Schwabe mit dem Sommerhut sehr fein. Er lädt sie zur Gartensendung ein. Der Fernsehkoch empfiehlt Klaus Feldmann zwischen Kohl und Zwiebelzöpfen. Er serviert aus Tiegeln und aus Töpfen die Soljanka Superb. Was halten Sie vom Fernsehen? Wir wollten doch so gern sehen. Mal das Programm total verrückt und auch so richtig schön verdreht, wie es eben nur im Fernsehen geht. Chance.
der trichte Sturm. Hast du denn nicht einen Drink für mich?
hast du denn nicht einen Drink für mich? Hey, hey, hast du einen Drink für mich? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hey, hey, hast du einen Drink für mich? Ach, nur hast du da wieder dein Wodka-Glas umgeschüttet. Nur benimm dich doch mal wie ein Mensch. Gut, aber erst, wenn du nicht mehr säufst wie ein Pferd. Ja, ist ja gut. Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hey, hey, hast du einen Drink für mich? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hey, hey, hast du einen Drink für mich? Ich spiel für dich Gitarre so fein. Ach, sei doch nett und lade mich ein. Hast du denn nicht einen Drink für mich? Oh, oh. Keine Pfennig in den Taschen und das Glas ist so leer. Wo krieg ich schnell einen Drink jetzt her? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hey, hey, hast du einen Drink für mich? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Hast du denn nicht einen Drink für mich? Bleiben Sie noch am Apparat, denn wenn Sie die nächsten beiden Herren aus Schottland verpassen, ärgern Sie sich ganz bestimmt das nächste Jahr über. Ich kenne einen Jungen, der wohnt in unserer Stadt. Der hat etwas zu bieten, was sonst kein anderer hat. Drum ist er etwas schüchtern, mein Freund Johnny Klein. Man kann es gar nicht glauben, er hat ein drittes Bein. Das ist Johnny Klein, diddle, 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 mit einem mittleren Bein, diddle, diddle, diddle. Wohin er geht, lacht man ihn aus. Er geht bald nicht mehr aus dem Haus. Das ist Johnny Klein, diddle, 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 mit einem dritten Bein, diddle, diddle, diddle. Wohin er geht, lacht man ihn aus. Er geht bald nicht mehr aus dem Haus. Das ist Johnny Klein, diddle, diddle, diddle. Er wollte Fußball spielen, da machte man ihn schwer. Dann rief er alle anderen, drei Beine sind nicht fair. Das ist Johnny Klein, diddle, 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 mit einem dritten Bein, diddle, diddle, diddle. Wohin er geht, lacht man ihn aus. Er geht bald nicht mehr aus dem Haus. Das ist Johnny Klein, diddle, diddle, diddle. Er wollte ein Mädchen freien, doch konnte sie nicht verzeihen. Wo andere etwas haben, hat er sein drittes Bein. Das ist Johnny Klein, diddle, 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 mit dem dritten Bein, diddle, diddle, diddle. Die Leute schauen ihm alle an und fragen, wie er tanzen kann. Wie er tanzen kann? Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier. Es ist so heiß auf Hawaii, kein cooler Fleck. Und nur von Hula Hula geht's the Dorsch nicht weg. Und nur von Hula Hula geht's the Dorsch nicht weg. Ballett. Sie können es sich ja aussuchen, liebe Zuschauer. Entweder Sie stellen sich vor den Bildschirm und machen einfach mit, oder Sie setzen sich in aller Ruhe hin, schauen zu und trinken mal einen Schluck, wie man das ja Silvester tun sollte. Wie wär's denn? Thank you.
Ich glaubte, dass ich entfliehen kann. Ich wollte mich wehren, da war ich schon gefangen. Wenn ich auch fühlte, es darf nicht sein, trank ich doch gerne vom süßen Wein. Da gab es keine Rettung mehr, auch wenn ich besser nicht geblieben wär. Vogel der Nacht, flieg weiter, schön war dein Lied, doch leider sind deine Flügel nicht für mich bestimmt. Ich bei dir war, denn mit Gefühlen wollte ich niemals spielen. Wenn ich auch brenne, nun ist mir kalt, ein falsches Bild hab ich mir gemalt. Von Liebe sagtest du kein Wort, du bist noch da und doch schon so weit fort. Fern, hab ich sie alle gern, die vielen netten Bildschirmdamen. So viel tolle Frauen kann ich denn ihnen trauen, und sie kommen gern zu mir nach Haus. Manchen Abend seh ich Petra, seh ich Petra blond und schön. Willst du einmal mit mir ausgehen? Ich sag herzlich, Dankeschön. Auf dem zweiten lächelt Andrea mich an. Darum seh ich gerne das zweite Programm. Oh Andrea, für dich bin ich immer frei. Lass es gut sein, lieber Uwe. Ich weiß, du bist mir nicht treu. Girls, 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 schöne Frauen. Hallo Marion, ich gebe zu, auch du lässt mir im zweiten Teil Ruhe. Doch du Marion, du lachst dazu. Tut mir leid, ich hab ein Rendezvous. Oh Fanny, oh Fanny, oh Fanny. Dann wird mir ganz heiß. Oh Fanny, oh Fanny, oh Fanny, bei dir bleib ich niemals wie Eis. So wie du ist keine, ist für mich die eine. Ich kann dich zwar gut leiden, doch meine Zeit ist knapp. Wir sind sein Traum. Girls, 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 schöne Frauen. Liebe Antje, ach liebe Antje,
auf dich. Liebe Uwe, ach liebe Uwe, du lässt mich bestimmt gleich im Stich. Verzeih mir, Cornelia, was ich eben zu ihr gesagt. Dich, nur dich, Cornelia, verehre ich, Cornelia. Ich find dich so nett und deshalb kann ich dich nur bewundern, schaust du auf dem Bildschirm mich an. Behalte die Nerven, bei mir kommst du damit nicht wir, an. Wir sehen sein Traum. Girls, 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 schöne Frauen. Ricarda, schau doch noch einmal. Ricarda, schau mich doch bloß an. Ricarda, ich bin doch für dich der passende Mann. Und das ist Wahrheit. Ricarda, ich schenk dir Blumen. Ricarda will heute Charmeur sein. Ich weiß es, du bist der Größte, ich fall nicht drauf rein. Ich sitze beim Basteln, ich sehe dich kaumen. Ich träume, ich hab dich in meinen Armen. Du hast schöne Träume, ich bin dir verbunden. Drück ich den Hebel, dann bist du verschwunden. Ich merke immer wieder, ihr könnt mich gut leiden. Und ich bin deshalb nur zu beneiden. Wir kennen heute Abend doch wirklich nur einen, den wir bewundern und weiter auf keinen. Ich bin doch wirklich zu beneiden. Ihr könnt mich leiden, ihr schönen Frauen. Girls, girls, girls sind mein Traum. Girls, 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 schöne Frauen. Wir sind sein Traum. Girls, 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 schöne Frauen. Girls, girls, girls. Meine Damen und Herren, Sie sehen nun die Sendereihe Berufe im Bild. Wir stellen Ihnen auch heute eine Tätigkeit vor, die äußerst interessant ist. Voraussetzungen dafür sind sittliche Reife, Standhaftigkeit und Einfühlungsvermögen. Dieser Mann ist von Beruf Büstenhalter. Bewerbungen sind zu richten an die Abteilung Historische Miederwaren beim Modeinstitut Berlin. Parents get them ready for the track.
der Winter war kalt. Und unsere Liebe heiß, die versteckte Wald. Schmolzen wir das Eis. Everything was so laut, until die Sonne schien. Wir suchten beide Wärme, doch der frohe Nacht kam hin. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, heiß, warm, kühl, kalt. Der Sommer war so heiß, doch unsere Liebe kalt. Die Worte, die geschworen, die sind schon längst verhallt. Da fehlt doch alles fort. Die Liebe ist gestorben. Vergessen jedes Wort. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, heiß, warm, kühl, kalt. Ich muss nun aus dem Haus gehen, für dich ist dieser Brief. Ich habe ihn geschrieben, als ich heute Nacht nicht schlief. Es wäre mir viel lieber, du würdest alles hier aus meinem Mund erfahren und nicht nur vom Papier. Doch wie soll ich wohl wissen, wann der Mann so ist, dass du hier vorbeikommst, weil du mich vermisst. Ich weiß, du kommst vor Reue, dann stehst du vor der Tür. Ich heul, weil ich mich freue und sag zu dir, es war wohl nicht mein bester Tag, als ich gestand, dass ich dich mag. Ich war vielleicht zu lang allein, drum kamst du schnell zum Ziele. Ich könnte auch, das siehst du ein, mit einem anderen glücklich sein. Doch müsste der, das geb ich zu, so ähnlich sein wie du. Denn das ist meine Meinung, wie du's auch treibst. Ich weiß doch, dass du bei mir bleibst, weil du mit den anderen nur renommierst und hier nur alleine, allein nur imponierst. Es war wohl nicht mein bester Tag, als ich gestand, dass ich dich mag. Ich war vielleicht zu lang allein, drum kamst du schnell zum Ziele. Ganz einfach nie, auch du wirst einmal verstehen. Es war wohl nicht mein bester Tag, als ich gestand, dass ich dich mag. Ich war vielleicht zu lang allein, drum kamst du schnell zum Ziele. Stand da.
für dich. Hey, du hast nun mal den besten Pinselstrich. Den besten Pinselstrich. Lisa sitzt am Steuer, als es plötzlich kracht. Das wird ziemlich teuer, wenn es einer macht. Sie fährt in die Werkstatt, bettelt sehr und heult. Der Meister sagt, im nächsten Jahr, da wird er ausgebeult. Und weil sie das nicht ändern kann, ruft sie ihren Maler an. Ling, 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 Kalle packt den Pinsel aus, zeige dein Talent. Hey, Kalle packt den Pinsel aus und ran mit Temperament. Kalle packt den Pinsel aus, das ist was für dich. Hey, du hast nun mal den besten Pinselstrich. Lisa steht vorm Spiegel und erschreckt sich sehr. Viele kleine Tiegel helfen ihr nicht mehr. Jede Art Kosmetik hat sie schon probiert und immer mit Begeisterung geglättet und geschmiert. Und weil sie's nicht mehr packen kann, ruft sie ihren Maler an. Ling, 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 Kalle packt den Pinsel aus, zeige dein Talent. Hey, Kalle packt den Pinsel aus und ran mit Temperament. Kalle packt den Pinsel aus, was ist das für dich? Hey, du hast nun mal den besten Pinselstrich. Ja! Kalle packt den Pinsel aus, zeige dein Talent. Hey, Kalle packt den Pinsel aus und ran mit Temperament. Kalle packt den Pinsel aus, was ist das für dich? Du hast nun mal den besten Pinselstrich. Den besten Pinselstrich. Hey! Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie wir soeben erfahren, wurde in dieser Nacht der Schleier des Abendsterns endgültig enthüllt. Vor wenigen Minuten ist eine ferngesteuerte Kosmosstation auf dem Hochplateau der Venus weich gelandet. Hier die ersten Funkbilder. Theaterpremiere in Berlin. Mit einem Riesenerfolg begann das Gastspiel des weltberühmten Schwarzen Theaters aus Prag. Hier eine Szene vom absoluten Höhepunkt der Inszenierung, die stürmischen Applaus auslöste. Die Vorbereitung der Urlaubssaison beginnt. Ab 0 Uhr werden in der Zentralstelle für Campingangelegenheiten die Zeltscheine für den Sommer ausgegeben. Die ersten Bewerber sind bereits unterwegs. Wie das Institut für Nudistik mitteilt, ist die Ausübung des FKK-Sports in der eigenen Badewanne auch ohne ausdrückliche Genehmigung der KWV möglich. Wir schalten nun wieder um in den Ballsaal von Tempo 83. Till I will return. He was succeeding in what he was doing. His friends were the
Rumtrinken ist besser als rumtreiben, habe ich recht? So ist es. Hm. Aber Rum ist gerade jetzt richtig, weil er so gut zur Seefahrt passt. Prost! Vor vielen Jahren fing er als Seeräuber an. Er war noch sehr grün, doch er focht wie ein Mann. Er raufte und liebte, die Furcht war ihm fremd. Ein Haifisch auf dem zerrissenen Hemd. Sie heißt Mary Ann und ist ein Schiff. Die Beine wurden bald auf See zum Begriff. Als Schrecken aller Meere so stolz und kühn. Bald blau, winne, 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 bum, bum. Er spielt nach einer Meerjungfrau, winne, 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 bum, bum. Doch plötzlich fällt er um vor Schreck, winne, 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 da ist am Heck ein etwas hinterm Achterdeck, winne, 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 bum, bum. Von Achter aus weht ein Orkan, winne, 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 bum, bum. Ans Ruder einen fremden Mann, winne, 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 bum, bum. Der Ausruf ruft Hurra, Hurra, winne, 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 den kenn ich ja, der Bautermann ist wieder da. Schwimmt ein Fass auf der See, hieft es hoch, es landet was an von Lee. Was ist das? Oh nein, kein Rum ist mehr drin. Schuld hat der Wind mit ihm an die Rand. Doch der Bautermann ist nicht mehr da. Und außerdem, bist du nämlich ein Junge? Bist du ein Junge? Oder bist du ein Mädchen? Ein Mädchen. Du weißt nicht? Nein. Schau doch mal nach. Schau mal nach. Komm her, sag dir's. Ja. Komm her. Wirklich? Ja. Ja? Ja.
und die ganzen Leute hier. Ja, natürlich, komm. Schau nach. Was gibt's da zu lachen? Na, was ist? Jung oder Mädchen? Gar nichts. Möchtest du? Eine Zigarette. Entschuldige mal. Du bist so klein dazu. Eine Zigarette? Du bekommst keine. Keine? Nein. Nein. Schade. Aber sag mal, ja. Kannst du eigentlich auch singen? Ja, natürlich. Sing bitte mal. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Wenn du jetzt singst, bekommst du von mir? Eine Zigarette. Dann bekommst du von mir Bonbons. Nein. Schokolade. Nein. Pralinen. Nein. Zigaretten. Nein. Zigaretten? Ja, natürlich. Hallo, Dolly, oh, hey. Eine Zigarette. Kann sie überhaupt schon rauchen? Nein. Nein? Nein. Soll ich dir zeigen? Ja. Ich zeige es. Ja. Ich habe eine Zigarette. Wirklich? Ja, natürlich. Hier, eine Zigarette. So etwas Gutes. So etwas Feines. F6. Etwas Besseres. Ja? Ja, natürlich. Tatsächlich, Caro. Also komm her. Ich zeig dir mal drauf. Ja. Mach deinen Schnabel auf. Schnabel auf. Schrei so. Schnabel auf. Ja. Wieder zu. Hm. Schön zulassen. Ja. Ich habe noch eine Zigarette. Wirklich? Ja, natürlich. Der ist reich. Der hat Geld. Der gibt eine Lage. Also komm her. Mach den Schnabel auf. Ja. Wieder zu. Hm. Schön zulassen. Mhm. Nicht aufmachen. Mhm. Ehrlich nicht. Mhm. Bekommst du noch Feuer? Nein! Und warum nicht? Na, ich bin doch nicht Raucher. Sie kommt aus Frankreich vom blauen Meer. Und darum mögen, mögen.
Er sagt gerade, dauernd werden nur die schönen Frauen besungen. Na gut, machen wir mal eine Ausnahme. Roland Neudert singt jetzt vom schönen, braven Familienvater. Na? Das hier ist die Geschichte von einem braven Mann. Wann immer Not am Mann ist, na, dann muss der Arme ran. Denn wenn das Klo verstopft ist, die Badewanne leckt, wenn die Familie bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt, dann heißt es Papa vor, dann rufen sie im Chor. Der Papa wird schon weg, denn der Papa macht schon gut. Der Papa, der macht alles, was sonst keiner gerne tut. Der Papa wird schon richten, wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Stück. Der Sohn schießt mit der Schleuder und trifft am Ziel vorbei. Der Stein fliegt durch die Gegend und trifft die Polizei. Die kommen gleich fünf Mann hoch, mit Blaulicht angebraust. Der Sohn sucht schnell das Weite, nur der Papa ist zu Haus. Von Weitem ruft der Sohn, mein Papa macht das schon. Der Papa wird schon richten, der Papa macht schon gut. Der Papa, der macht alles, was sonst keiner gerne tut. Der Papa wird schon richten, wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Stück. Die Tochter kam erst spät nach Haus und öffnet leis die Tür. Die Tränen kullern ihr herab, es ist schon nachts um vier. Das Auto, das ihr Papa lieh, ist nur ein Haufen Blech. Dass ihr ein Baum im Wege stand, das war ihr Pech. Sie flüstert ganz nervös, du Papa, sei nicht bös. Der Papa wird schon richten, der Papa macht schon gut. Der Papa, der macht alles, was sonst keiner gerne tut. Der Papa wird schon richten, wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Stück. Der Opa, der ist grad verliebt, die Braut ist 20 Jahre. Die Tochter, die kriegt bald ein Kind und weiß nicht, wer es war. Der Sohn, der bringt sein Zeugnis heim, die beste Note 4. Bei Mama brennt das Essen an und sie ratscht an der Tür. Halb so schlimm, wir kriegen das schon hin. Der Papa wird schon richten, der Papa macht schon gut. Der Papa, der macht alles, was sonst keiner gerne tut. Der Papa wird schon richten, wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Stück. Der Papa wird schon richten, der Papa macht schon gut. Der Papa, der macht alles, was sonst keiner gerne tut. Der Papa wird schon richten, wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Stück.
seiner Seite, oh, oh. Bis er sagte, du, ich wohne gleich hier. Da kam ich ins Schwanken. Schokolade, alles war für mich bereit. Bis auf eines, oh wie schade, bis auf seine Zärtlichkeit. Das? Na, das war doch Fräulein Mühlmann aus der 85. Und warum mussten Sie mit 85 hier durch die Straßen rasen? Das ist doch bloß der Hut, der Sie so alt macht. Zeit, da spielte ich Blues in Weimar. Da brach ich mir mein Finger und das Feeling war im Eimer. Jetzt konnte ich mit Big Bill Brunzi nicht mehr konkurrieren. Da war ich aus, da musste ich halt mal was anderes probieren. Ich schnappte meine Klampfe und zog übers Land. Und ab sofort war ich als Little Elvis bekannt. Ich war der Rock'n'Roll-King aus dem Thüringer Wald, wo's Köhler-Liesel wohnt und das Echo widerhallt, wo die Amsel singt und der Kuckuck lacht. Da hab ich einen fieschen Rock'n'Roll gemacht. Ich war der Rock'n'Roll-King aus dem Thüringer Wald, wo's im Sommer noch warm ist und im Winter schön kalt. Mit dem Beutel auf dem Rücken und der Klampfe in der Hand, so zog ich Rock'n'Rollen durch mein Heimatland. Jetzt musste ich die englischen Texte auswendig lernen. Ne? Da hat ich Hudelein, denn das tat ich gar nicht gerne. Da hätte ich musst am Tag 8 Stunden üben. Ja. Und für mein Rock'n'Roll wär keine Zeit mehr geblieben. Da hörte ich ne Platte von Herbert Roth. Und ab sofort hatte ich mit Texten keine Not.
Ich war der Rock'n'Roll-King aus dem Thüringer Wald, wo's Köderliesel wohnt und das Echo widerhallt, wo die Amsel singt und der Kuckuck lacht. Da hab ich einen fieschen Rock'n'Roll gemacht. Ich war der Rock'n'Roll-King aus dem Thüringer Wald, wo's im Sommer noch warm ist und im Winter schön kalt, mit dem Beutel auf dem Rücken und der Klampfe in der Hand. So zog ich Rock'n'Rollen durch mein Heimatland. Mensch, das war eine schöne Zeit damals in Weimar. Ich und mein Freund Kani, wir haben ein Rock'n'Roll gespielt und laut. Ha! Und dann waren die ganzen Fotografen da, die wollten uns nochmal abkontern, lasst feiern. Es war eine schöne Zeit damals. So zog ich dann von Suhl bis Naus nach Gehre, von Gotha bis nach Blankenhain, die kreuzte Quere. Ich brachte meine Songs auch in Bad Berka. Dort wollte ich fast hängen bleiben, doch's Musikantenblut war stärker. Von Saalfeld bis nach Zellamelis fanden sie mich toll. Mit meinem Original Thüringer Rock'n'Roll. Ich war der Rock'n'Roll-King aus dem Thüringer Wald, wo's Köderliesel wohnt und das Echo widerhallt, wo die Amsel singt und der Kuckuck lacht. Da hab ich einen fieschen Rock'n'Roll gemacht. Ich war der Rock'n'Roll-King aus dem Thüringer Wald, wo's im Sommer noch warm ist und im Winter schön kalt, mit dem Beutel auf dem Rücken und der Klampfe in der Hand. So zog ich Rock'n'Rollen durch mein Heimatland. Ja, also.